Thea und Claudia. Auch ein schickes Bild. Claudia in einer topfarbenen. Man muss immer Mut haben. Ja, ja Erika, ich glaube, hier wissen alle, wie alt du bist. Ich will das jetzt auch nicht mal so groß an die große Glocke hängen. Aber im nächsten Jahr, dann feierst du ein ganz großes Jubiläum. Du kannst ja schon mal alle einladen, die hier sitzen. Das dürfte doch kein Problem sein. Hauptsache, wir haben dann so ein Wetter wie heute. Erika in einer kurzen Leggings und dazu ein niedliches Top. Sag erstmal eben was zu Marika. Zeigt uns eine eng geschnittene Hose mit Umschlag. Dazu eine tolle Jacke von der Firma Lebeck für 129 Euro. Ich sag mal eben so nebenbei den Preis. Und unter der Jacke befindet sich eine sehr schöne Tunika, die mir für Marika auch sehr gut gefiel. Marika kann Winterfarben. Claudia und Gisela. Gisela in einer schwarzen Capri-Hose. Dazu einen schicken Sommerbläser. In einer Nino-Qualität, passend dazu die rote Yachttasche und ein sehr schönes T-Shirt. Dazu die passende Polero-Jacke, die wir auch in sehr vielen Farben am Lager haben. Das ist immer sehr kleidsam, wenn man so ein bisschen über die Schultern hat, aber Helma kann es natürlich auch so tragen. Die Jacken kosten 29, das Kleid 69. Ovationen hier, musst du dir das auch noch zulegen. Das ist der absolute Hingucker. Könnte man auch noch, ja, vielleicht so einen langen, schlanken Engrock tragen. Eigentlich vielseitig verwendbar. Und Heidi sehen wir in einer Partyhose. Dazu ein bärefarbenes Oberteil. Also wenn ich mir Heidi so angucke, dann denkt sie jetzt, nee, du hast mir was anderes geben können. Was man sich überlegen könnte. Ja, dankeschön. So, dann machen wir mal eben eine kleine Pause, dann können die Damen mal eben was trinken. So eine gute Viertelstunde und dann sind wir gleich wieder da.